Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Neue Innovationen bieten neue Chancen. So war es bei Instagram, TikTok, den YouTube-Shorts und nun vielleicht auch bei WhatsApp. Zumindest sollte man die aktuelle Neuerung nicht außer Acht lassen und sich darüber informieren, ob das eine neue Option sein könnte, als Online-Händler seine Kunden zu erreichen. Die Rede ist von den WhatsApp-Kanälen. Wie ihr ganz einfach selbst einen erstellt, was das überhaupt ist und was es euch und euren Kunden bringt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind eBakery, eine etablierte E-Commerce- und Online-Marketing-Agentur. Gerade deshalb können wir unsere Kunden ganzheitlich beraten und somit auch ganzheitliche Ansätze bieten. Das heißt also, auch neben Newsletter-Marketing, klassischem Social-Media-Marketing, auch Innovationen wie Messenger-Marketing auf dem Schirm zu haben und die besten Strategien für Online-Händler auszuarbeiten. Sollte das etwas sein, das ihr benötigt, dann vereinbart auf der oben rechts verlinkten Seite gerne einen Termin mit uns. Nun aber zurück zum Thema. Was sind diese neuen WhatsApp-Kanäle? Wer nach dem neuesten Update bei sich auf dem Smartphone WhatsApp öffnet, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses neue Zeichen vorfinden. Dabei handelt es sich um die WhatsApp-Channels oder zu Deutsch Kanäle. WhatsApp selbst sagt dazu, dass sie damit einen Broadcast-Dienst entwickeln wollten, bei dem Privatsphäre großgeschrieben wird. Die Kanäle sind von deinen Chats getrennt und die Personen, denen du folgst, sind für andere Abonnentinnen nicht sichtbar. Außerdem schützen wir die persönlichen Daten der Administratorinnen und Follower. Das heißt also, Kanäle unterscheiden sich ganz klar von WhatsApp-Gruppen. Um das etwas besser zu demonstrieren, begeben wir uns mal zu einem der bisher größten Kanäle, nämlich Real Madrid. Wir sehen zuallererst, wie viele Menschen den Kanal bisher abonniert haben. Innerhalb des Kanals sehen wir sowohl Bilder als auch Videoposts. Interagiert werden kann bisher nur mit 6 verschiedenen Emojis. Wir sehen also, wie viele Menschen jeweils mit den hier angezeigten Emojis interagiert haben. Jedoch nicht, wer das war, also keine Profilbilder, Nummern oder ähnliches. Wir können auch keine Kommentare schreiben, sondern lediglich den Content auf diesem Kanal konsumieren und wie eben beschrieben interagieren. Der Kanalinhaber kann selbst eine Kanalbeschreibung eintragen und ein Logo oder Bild hinterlegen. Damit sollte dann auch klar sein, wie sich Kanäle von Gruppen unterscheiden. Doch wie erstellt man nun selbst einen WhatsApp-Kanal? Dafür musst du auf Updates bzw. Aktuelles gehen. Danach klickst du auf das graue Kreuz neben Kanal bzw. Channels und kannst dich zwischen Kanäle finden und Kanal erstellen entscheiden. Wir wollen natürlich auf Create Channel klicken. Falls das bei euch noch nicht angezeigt wird, dann müsst ihr noch ein paar Tage warten. WhatsApp rollt das Feature nach und nach aus. Im Anschluss müsst ihr auf Fortfahren, also den grünen Button klicken und könnt dort, wie wir es eben schon bei Real Madrid gesehen haben, das Anzeigebild, den Namen und die Beschreibung eintragen. Am Ende nur noch auf Channel erstellen klicken und schon könnt ihr diesen fortan nutzen. Doch wie, ist nun wahrscheinlich die Frage. Fleißige Zuschauer unseres Kanals werden wissen, dass wir sowohl im Online-Handel als auch im Marketing auf einen Multi-Channel-Ansatz setzen und das auch unseren Kunden raten. Das heißt, als Online-Händler ohne etablierte Marke lediglich einen WhatsApp-Kanal nur zu eröffnen, wird nichts bringen. Doch ein Strategieansatz wäre es, Corporate-Videos, Produktvideos, möglicherweise Lagerblogs und so weiter auf YouTube zu veröffentlichen, um dort eine Reichweite aufzubauen. Was man dann machen könnte, ist innerhalb der YouTube-Videos auf den WhatsApp-Kanal hinzuweisen und damit zu werben, dass es dort entweder exklusiven Content wie Blogartikel geben wird oder aber Rabattcodes. Innerhalb des WhatsApp-Kanals könnt ihr dann wiederum Videotrailer mit YouTube-Links posten, Blogs verlinken und eben Rabattcodes als Bilder hochladen. Somit schafft ihr es, von WhatsApp zu eurem Shop als auch YouTube zu leiten, aber auch von YouTube zu WhatsApp, womit beide Kanäle weiter wachsen werden. Solltet ihr Hilfe bei der Ausarbeitung einer konkreten Strategie benötigen oder aber Videocontent benötigen und keinen Kameramann in euren Reihen haben, dann helfen wir von eBakery sehr gerne weiter. Was lässt sich nun zusammenfassend sagen? Bei den WhatsApp-Kanälen handelt es sich um ein durchaus neues Broadcast-Feature, das gerade euch Online-Händlern in die Karten spielt.
Dazu kommt, dass jedes neue Feature gerade am Anfang unheimliches Potenzial bietet. Man sollte also nicht zu lange warten, um den Zeitvorteil auf seiner Seite zu haben. WhatsApp alleine reicht nicht aus. Aber im Verbund anderer Marketingkanäle und Mechanismen wird es ein sehr starkes Tool werden. Oder was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Wollt ihr hingegen noch tiefer in die Welt des Online-Handels und Marketings eintauchen? Dann steht euch unsere Kanalmitgliedschaft bereit. Werdet Teil der eBakery-Community und profitiert von den Vorteilen. Kostenlos auf dem Laufenden gehalten werdet ihr mit einem Abo unseres Kanals. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.